Wir haben also Mannschaftswagen der Armee überholt und haben das gar nicht so richtig zusammengekriegt, warum die auch nach Leipzig fahren, bis uns dann klar wurde, dass es möglicherweise darum ging, dass diese Demonstration irgendwie unterbunden werden sollte oder aufgelöst werden sollte. Ich stehe hier heute in der Zionskirche und zwar stehe ich hier heute mit Aram Radomski. Aram Radomski ist eine ganz wichtige Person im Zusammenhang mit der friedlichen Revolution. Und vielleicht können Sie ja mal zum Anfang erzählen, warum stehen wir hier heute in der Zionskirche? Was hat die Zionskirche mit Ihrem Wirken in der friedlichen Revolution zu tun? Ja, wir stehen hier an historischer Stelle, insofern es hier auch die Umweltbibliothek auf der anderen Straßenseite gab, die eine wichtige Einrichtung damals war und die 1989 von der Staatssicherheit durchsucht und geschlossen wurde. Und einer der Gründe, warum es die ersten Mahnwachen gab hier in der Zionskirche, war eben die Umweltbibliothek gewesen und die Durchsuchung und die Beschlagnahmung von Büchern. Also man muss sich das so vorstellen, die Opposition hatte sich eine eigene Bibliothek zusammengetragen und sie eben sozusagen für interessierte Leute auf der in ganz Berlin geöffnet und so, dass man an Informationen herankam, die man nicht überall in der Bibliothek normalerweise bekam. Das war sozusagen eine alternative Bibliothek gewesen. Darüber hinaus war es aber auch ein politischer Treffpunkt gewesen und ein Ort, wo man sich austauschen konnte, irgendwie auch in der Opposition, im Jenseits der FDJ unter dieser staatlichen Einrichtung. Und diese Durchsuchung der Umweltbibliothek führte eben zu massiven Protesten. Und die äußerten sich eben darin, dass sie also hier auf dem Gelände der Zionskirche auch Transparente gezeigt wurden und dagegen protestiert wurde, dass das überhaupt passiert war. Gleichzeitig ist aber auch in anderen Städten es dann zu Mahnwachen gekommen. Man solidarisierte sich also mit den Leuten in Berlin. Und so ist dort ein zweiter Herd von Protest entstanden, also unter anderem in Leipzig. Und das war aber eben ausschlaggebend gewesen, dass es zu diesen Protesten in Leipzig kam, dass hier in Berlin diese Umweltbibliothek durchsucht wurde. Ja. Und Sie sind ja dann damals nach Leipzig gefahren, Sie haben dort Filmaufnahmen gemacht, das war strengstens verboten. Und Sie sind dahin gefahren und auf dem Weg dorthin haben Sie etliche Panzer überholt. Wie hat sich das angefühlt, etwas derartiges Verbotenes zu machen und auch zu sehen, da ist etliches an Militär auch dorthin unterwegs? Also wir haben keine Panzer überholt, sondern wir haben also Mannschaftswagen der Armee überholt und haben das gar nicht so richtig zusammengekriegt, warum die auch nach Leipzig fahren, bis uns dann klar wurde, dass es möglicherweise darum ging, dass diese Demonstration irgendwie unterbunden werden sollte oder aufgelöst werden sollte. Und es war schon eine sehr aufregende und eine sehr dramatische Geschichte gewesen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass irgendwie Tage zuvor hier in Berlin ist ja auch irgendwie an den Kirchen, an der Gethsemane-Kirche zu großen Zusammenrottungen der Polizei kam und Passanten bzw. Demonstranten geschlagen wurden, verhaftet wurden. Also und die ganze Aufregung auch über den gesamten Sommer 89, die Flüchtlingswelle, Genscher in der Prager Botschaft und so weiter, das waren ja alles Dinge, die immer noch aktuell in den Köpfen der Leute waren. Und eine Woche zuvor ist in Leipzig eine relativ kleine Demonstration gewesen im Verhältnis zu die am 9. Oktober, zu der am 9. Oktober. Und diese jungen Demonstranten wurden in Leipzig irgendwie als eine besoffene Rowdy-Truppe in der Zeitung bezeichnet. Und am 9. Oktober war das dann eben letztendlich auch die Reaktion darauf, dass die Bevölkerung wütend wurde und sagte, wir sind nicht Rowdies oder besoffen, sondern wir wollen einfach nur friedlich protestieren und machen auch unseren Unmut breit über das, was an Unzulänglichkeiten in der DDR damals passierte. Da waren ja 70.000 Leute auf der Straße. Eine derart große Demonstration gab es einfach in der Form in der DDR sonst ja nicht. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Es waren also nicht nur 70.000 Leute, sondern es waren wesentlich mehr, also weit über 100.000 Leute. Es hat ja bis da, also diese Demonstration war beispiellos gewesen. Das hat es nie gegeben in der DDR und auch ein Bild über so eine große Menschenmenge hat es auch nie gegeben.
Und jeder, der das miterlebt hat und vor allen Dingen also auch mit so einer Draufsicht, wie wir das hatten, also waren völlig verblüfft darüber gewesen, dass es zu einer so einer riesigen Menschenansammlung gekommen ist. Zumal man nicht vergessen sollte, also es gab damals keine sozialen Medien oder sowas, oder es gab eine Handvoll Leute, die ein Telefon hatten. Und trotzdem kamen die so ganz selbstorganisiert alle an diesem Tag und an diesem Abend nach Leipzig, versammelten sich und machten ihren Unmut Luft. Mhm. Und Sie sind ja auf den Kirchturm gestiegen und haben von dort oben gefilmt. Und mein Papa sagt, diese Bilder haben die Wende mit maßgeblich beeinflusst. Und Sie haben die Wende maßgeblich mit beeinflusst. Waren Sie sich damals bewusst, als Sie diese Bilder gemacht haben, dort oben auf dem Kirchturm? Naja, also maßgeblich beeinflusst haben es die Menschen, die auf der Straße waren, also was da passierte. Aber wir wussten, dass wir einen Medienkanal hatten, und zwar im Westfernsehen. Und das ist sehr wichtig war, dass diese Demonstration mit den Bildern im Fernsehen gezeigt werden musste. Mhm. Und wir gingen davon aus, dass wir das schaffen, im Westen zu kriegen, diese Bilder. Und natürlich haben die Bilder sehr geholfen, dass es dann zu weiteren Solidaritätsdemonstrationen gab. Und letztendlich kam es dazu, dass die Menschen in einer DDR ihre Angst verloren haben, sich zu artikulieren. Mhm. Ja, die Bilder haben den anderen Mut gemacht, die das dann gesehen haben und gesehen haben, das passiert in Leipzig auch. Also so erzählen es meine Eltern immer, das finde ich ganz beeindruckend. Und Sie haben ja da damals was gemacht, was total verboten war. Man durfte keine Filmaufnahmen einfach so machen. Sie haben die Filmaufnahmen dann auch noch in den Westen sozusagen an den Westen weitergegeben. Gab es einen Grund dafür, dass Sie das gemacht haben? Naja, wir fühlten uns sozusagen der öffentlichen Wahrnehmung verpflichtet. Mhm. Und die Dinge, die in den 2 Jahren zuvor passierten, insgesamt in der DDR, die waren alle so einzigartig, vom den Gesprächen über den Umweltschutz, über das Waldsterben, über Städtezerfall, über Wahlfälschung und all das. Also die Opposition hatte keinen Medienkanal für sowas gehabt. Es wurde einfach in der DDR totgeschwiegen. Mhm. Und zusammen mit Roland Jahn und Peter Wensierski hatten wir jemand gefunden, oder die haben uns gefunden, dass wir gesagt haben, los, wir machen das jetzt, wir senden aus dem Inneren der DDR und versuchen eine Bestandsaufnahme der öffentlichen Stimmung zu formulieren. Und das, da fühlten wir uns dann zunehmend verpflichtet, das auch zu machen, weil wir auch bemerkten, wie die Resonanz in der Bevölkerung war auf diese Filme. Und die war enorm gewesen, weil das eben so eine Authentizität hatte. Mhm. Und das, glaube ich, das endet, also der Eindruck irgendwie der DDR-Bürger, die das vor allen Dingen geguckt haben, der war eben nicht der gewesen, dass irgendwie Westjournalisten auf die DDR guckten, sondern hier formulierten sich DDR-Bürger selber. Mhm. Und das Westfernsehen war sozusagen die Möglichkeit, wie so ein Spiegel wieder zurück in die DDR zu senden und damit eine allgemeine Stimmungsaufnahme zu machen. Mhm. Und ich habe in einem Interview gesehen, dass Sie auch zu Unrecht ins Gefängnis geworfen wurden in der DDR. Hatten diese Filmaufnahmen damals was damit zu tun? War das sowas wie Ihre Rache? Oder eine Möglichkeit, damit umzugehen? Das kann man so sagen. Also ich war da 22 Jahre alt gewesen und bin dann mit 25 auf Sigbert Schäfke gestoßen. Und der fragte mich, ob ich bereit wäre, bei diesen Filmaufnahmen, oder eigentlich fing das so ganz harmlos mit ein paar Fotos an, da mitzumachen. Und es fing damit an, dass wir hier in der Zionskirche war ein Konzert einer kolumbianischen Theatergruppe gewesen. Mhm. Und ich habe irgendwie relativ schnell Plakate dafür hergestellt. Also der Sigi Schäfke fragte mich danach. Und weil das so gut geklappt hatte, meinte er, ob ich mich auch noch für andere Sachen interessieren würde. Und dann habe ich gesagt, kommt drauf an. Und dann hat er mir gesagt, also wir lassen uns hier über die Missstände in der DDR was machen. Das ist gefährlich und anstrengend. Und da habe ich gesagt, so, ja, das ist genau das, was ein Fotograf zu tun hat. Und das habe ich dann zugestimmt und gesagt, dann machen wir das. Und das hatte er mit dem Gefängnis zu tun gehabt, weil ich auch wirklich wütend war auf diese DDR, die mich eben zu Unrecht ins Gefängnis gesteckt hatte, beziehungsweise auf Anordnung meines Arbeitgebers. Mhm. Auf Anordnung Ihres Arbeitgebers? Ja, aber es ist eine komplizierte Geschichte. Ja, okay. Und heute ist es ja so, dass Menschen unsere Demokratie kritisieren. Was würden Sie diesen Menschen heute sagen, auch im Blick darauf, was Sie erlebt haben? Na, zum einen kann man durchaus immer die Demokratie kritisieren, weil eine Demokratie wird nie perfekt sein. Mhm. Aber im Unterschied zu der damaligen Zeit haben wir jetzt den Unterschied, dass wir wählen gehen können. Das war damals, hatten wir keine Wahl, sondern immer nur die eine mit 99,9% Zustimmung. So, und das Ergebnis quasi der Wiedervereinigung, also was die Wiedervereinigung als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges,
also wo eben eine militärische Besatzung stattfand, durch alliierte Streitkräfte, die war 1989 erst zu Ende gewesen. Mhm. Und es ist ein großes Verdienst irgendwie, dass zu diesem Zeitpunkt kein Blut geflossen ist, dass diese Wiedervereinigung friedlich vonstatten gegangen ist. Und ich finde, dass wir uns durchaus darüber auch freuen können, also dass wir dieses wiedervereinigte Deutschland haben, in dem man demokratisch wählen kann. Ja. Und dass nicht alles perfekt ist, das liegt letztendlich auch an den Bürgern, die sich darum kümmern müssen, dass es perfekter wird. Richtig. Vielen Dank für dieses Interview hier in der Zionskirche. Dankeschön für das schöne Gespräch. Bitteschön.